Hallo Kleckenabendler, wir sind in Essen bei Game Factory. Neben mir ist der Rico. Hallo Rico. Hallo Andreas. Wir haben auch eine kleine Neuheit und da ist die Verpackung total schnuckelig. Die heißt nämlich, also das Spiel heißt Klick und man kann ja auch richtig durchgucken wie bei einer normalen Kamera als Gag. Ja, ich kann da ist ein Sichtfenster, da ist ein Sichtfenster drin. So, alle Bildrechte, die mit der Kamera gemacht werden, gehören aber Game Factory einfach. 3 bis 5 Personen, 20 Minuten, ab 10 Jahre. Genau. Und das ist von Kaspar Lapp. Mhm. Und damit ist garantiert irgendwie wieder die Kommunikation eingeschränkt. Ja, auf eine Art. Ja. Schauen wir es uns an. Also, jeder Spieler, jede Spielerin kriegt ein Ausgangsfoto. Jetzt habe ich hier den, oder die zwei Astronauten oder Astronautinnen. Und da bekomme ich Karten von einem Mitspieler von ihrer Hand, Fotos, die sie denken, passen irgendwie zu meinem Bild. Nach Farbe, nach Inhalt, nach was auch immer. Bilder kann man auf verschiedene Arten interpretieren. Ich habe jetzt einfach mal 3 genommen. Und wenn dann alle jeweils ein Foto verteilt haben und an jedem anderen Mitspieler eins gegeben haben, dann geht man einfach die Runde und jemand beginnt und sagt, ja, das ist mein Ranking. So, schauen wir mal an. Die machen wir jetzt mal weg, die anderen Ausgangsfotos. Was passt jetzt am besten zu den beiden Astronauten? Also, die halten sich die Hand. Ich würde sagen, ein ziemlich ähnliches Bild. Hier selber Farbton. Selber Farbton. Hier hat es eine Art Mondlandschaft. Einverstanden? So ein bisschen. Und das sind halt einfach auch zwei. Aber ich finde das jetzt passender. So. So würde ich das dann einfach mal machen. Und jetzt? Dein Punkt mit dem Nicht-Sprechen, jetzt haben sich alle auf den Finger gebissen in diesem Moment, oder? Also weil sie sagen, nein, das sind doch zwei, die sehen auch aus wie irgendwie Menschen auf dem Mond oder so. Aber das war meine Entscheidung und jetzt offenbart sich, ob das auch korrekt war, weil das war auch ein zufälliges Foto vom Stapel mit dabei, nicht nur von meinen Mitspielern. Und dann habe ich also, und sage ich, wem gehört das? Und sagst du, ja, mir, super, du kriegst 2 Punkte, haben wir noch Punkte-Chips. Dann sage ich, wem gehört das? Wenn dann niemand aufstreckt, ja, dann war es das zufällige Foto. Ich kriege leider nicht mehr weiter Punkte und alle anderen, die schlechte Fotos abgeliefert haben, auch nicht. Das Highlight bei diesem Spiel ist das Spiel neben dem Spiel. Hitzige Diskussionen, Gelächter und skurrile Erklärungen, warum jetzt da der Typ auf der Toilette besser zum Mondbild passt wie der Hund. Das ist wirklich für auch Nichtspieler sehr, sehr interessant. Kommt schnell jeder rein und mit Sicherheit einen lustigen Abend. Und ihr habt da auch schöne Fotos genommen, so dass es aussieht, als wären es Urlaubsfotos oder halt Pressefotos oder sowas. Ja. Es gibt sehr skurrile Fotos, es gibt schöne Fotos, es gibt ja, niedliche Fotos, also es gibt, das ist so ein guter Mix und die Fotos sind auch bearbeitet zum Teil, also viel Raum für Interpretation. Okay. Der Slogan, Hauptsache es macht auch beim Mitspieler Klick, also daher auch so ein bisschen der Name, natürlich mit dem Fotoapparat, das ist so wirklich, ja, egal wie es du interpretierst, wenn es gut gewertet wird, dann ist ja gut. Klick, siehst du es auch ab jetzt im Handel? Genau. Und ja, vielen Dank für die Vorstellung. Bitte.